Hier im Caritas Bildungszentrum in Wien haben wir seit gut 10 Jahren freiwilligen Deutschkurse für Asylwerber und Asylwerberinnen. Diese finden immer semesterweise statt. Aktuell im Wintersemester haben wir jetzt 13 Kurse von der Stufe A1 bis B1 mit 18 fixen Kursleiterinnen und wir haben auch noch zusätzlich dazu Springerinnen, die einspringen, wenn jemand ausfällt. In der Gesamtsumme haben wir, sage ich jetzt einmal, ca. 130 aktuell Asylwerber in diesen Sprachkursen. Ich denke, eines unserer Besonderheiten ist, dass die freiwilligen Kursleiterinnengruppe eine sehr stabile Gruppe ist, dass die Kursleiterinnen teilweise schon seit 10 Jahren, aber auf jeden Fall seit mehreren Jahren Teil des Teams sind und semesterweise diese Kurse halten. Und eine andere Besonderheit, denke ich auch, das ist, dass ein Großteil unserer Kursleiterinnen zumindest eine Grundqualifizierung haben im Bereich DAF und DATS. Also wir schauen schon auch bei den Auswahlgesprächen drauf, ob da was da ist, beziehungsweise ob wir irgendwie Informationen bieten können, wie man sich da sozusagen etwas besser qualifizieren kann für diese Tätigkeit. Also der Erfolg zeigt sich einerseits, denke ich, durch die große Stabilität der freiwilligen Kursleiterinnengruppe, aber andererseits auch durch eine relativ regelmäßige Teilnahme von Kursteilnehmerinnen, aber auch ganz wichtig, dass immer wieder auch Kursteilnehmerinnen erfolgreich zu den ÖSD-Prüfungen antreten können. Es ist jetzt keine Mehrheit, aber es schaffen immer wieder welche. Und auch, dass unsere Deutschkurse für manche einfach schon eine gute Basis bieten, was sich dann bei uns in der Bildungsberatung zeigt, dass sie weiter in eine Schule auch während des Asylverfahrens beispielsweise gehen können und dort auch erfolgreich mitkommen können. Ja, also ein Beispiel ist eine junge Frau aus Nordafrika, die auch bei uns jahrelang den Deutschkurs besucht hat und dann sozusagen, wie sie positiven Bescheid bekommen hat, konnte sie relativ kurzfristig dann auch eine Heimhilfeausbildung beginnen, weil eben die sprachlichen Fähigkeiten schon ausreichend genug waren. Und ein zweites Beispiel auch noch, ein junger Mann aus Bangladesch, der hat auch jahrelang bei uns Deutschkurse besucht und hat jetzt dann im Juni, ist nach wie vor im Asylverfahren und hat jetzt im Juni dann die B2 ÖSD-Prüfung geschafft. Also ich denke, das sind zwei sehr schöne Beispiele. Problematische Situation ist, dass Kursteilnehmerinnen relativ wenig kommunizieren zu den Kursleiterinnen oder auch zu mir als Vertreterin der Organisation, warum sie beispielsweise nicht mehr in den Kurs kommen können. Ja, das hat vielfältige Gründe, ist auch normalerweise kein Problem, aber für die Kursleiterinnen hat das auch ein gewisses Frustrationspotenzial, nicht zu wissen, warum jemand wegbleibt. Und da möchten wir in nächster Zukunft Methoden oder Möglichkeiten finden, um diesen Kommunikationsrückfluss zu verbessern. Also ein wichtiger Faktor ist sicher der Arbeitskreis jeweils am Ende des Semesters mit den freiwilligen Kursleiterinnen, wo auch das Semester reflektiert wird und wo auch Vorschläge eingeholt werden oder Problemfälle mit Vorschlägen kombiniert werden. Aber auch eigentlich durch kollegiale Gespräche, sowohl mit den freiwilligen Mitarbeiterinnen als auch mit den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und natürlich auch ganz wichtig, das eigene Nachdenken über die Problematik. Was mich auf jeden Fall im Rahmen dieses Forums sehr interessieren würde, ist einfach eine Vernetzung auch mit anderen freiwilligen Einrichtungen, ja, also jetzt eben sprachkursbezogen, wie die das handhaben und auch die Möglichkeit, eventuell unsere Freiwilligen da ein bisschen mehr einzubinden und auch Austauschmöglichkeiten zu schaffen. Sei es jetzt einerseits für Lernmaterialien, aber vielleicht auch für Problemstellungen, die mit Kursteilnehmern entstehen. Ja. Einerseits sind wir dann auch da, aber natürlich ist es auch interessant, sozusagen zu manchen Problemen mehrere Meinungen einholen zu können oder sich Tipps einholen zu können.